Wir schlagen hier ein neues Kapitel auf und ich weiß aus Erfahrung, dass das für manche Biologiestudenten vielleicht nicht das Lieblingskapitel ist, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, weil wir als terrestrische Organismen uns ja in einem Medium bewegen, der Luft, das, glaube ich, ziemlich stabil ist, wenn Sie an die Zusammensetzung der Gase denken. Gut, es gibt einen Höheneffekt, wenn Sie aufsteigen, aber sonst ist die Zusammensetzung unseres Mediums relativ stabil. Das ist im Wasser anders. Im Wasser ist die Temperatur einigermaßen stabil oder sie ändert sich weniger rasch als in der Luft. Aber sonst sind natürlich die im Wasser lebenden Organismen von einem Medium umgeben, das extrem unterschiedliche Zusammensetzung haben kann. Denken Sie an Salzgehalt, denken Sie an Sauerstoffgehalt, an Gehalt von CO2, von Methan, von H2S. Also da gibt es wirklich extreme Unterschiede. Und wenn man nur in ein Seeprofil schaut, dann hat man fast die ganze Evolutionsgeschichte vor sich liegen, und zwar von absolut sauerstofffrei bis sauerstoffgesättigt und sauerstoffübersättigt. Nun müssen wir uns also eigentlich mit dem Wassermolekül beschäftigen. Und das Wassermolekül ist zum Glück ein recht stabiles Molekül. Wenn Sie jetzt auf diese Folie schauen, dann kann man sich schon vorstellen, dass das Wasser eigentlich einmal als Säure, H+, reagiert, einmal als Base, OH-. Es könnte sein, dass es Sauerstoff und zu Wasserstoff zerfällt, aber es ist im Prinzip relativ stabil. Wir wissen alle, das Ionenprodukt von Wasser, also die Konzentration von H+ mal Konzentration OH- ist 10 hoch minus 14. Also die Stabilität ist schon sehr, sehr weit auf Seite vom Wasser, H2O. Und auch wenn wir Sauerstoff und Wasserstoff betrachten, ist auch das Gleichgewicht zum Glück sehr stark bei H2O, und zwar extrem hoch. Also wenn wir uns dieses Diagramm anschauen, dann sehen Sie hier Konzentrationen, die sind also schon fast unglaublich hoch. Das ist also 10 hoch minus 83 oder 10 hoch minus 42. Das heißt, das Wasser wird also in nur ganz, 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 ganz seltenen Fällen wirklich zu Sauerstoff und Wasserstoff zerfallen. Wir wissen, wenn wir die Gase zusammenbringen, gibt es eine Knallgasreaktion, aber die Wasserspaltung wird in der Biologie zustande gebracht. Denken Sie an die Photosynthese. Also das passiert also doch. Wenn wir uns jetzt diese Verhältnisse in diesem sehr einfachen, es schaut vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber in diesem sehr einfachen Diagramm anschauen, dann tragen wir hier den Protonendruck, also pH, die Konzentration der Protonen, H+, gegen den Druck der Elektronen auf. Und wir wissen natürlich, dass es weder Elektronen noch Protonen im Wasser herumschwimmen. Das ist also eine Art der Darstellung. Und was Sie da als grauen Fleck in der Mitte sehen, das sind also die natürlich vorkommenden Wässer. Die bewegen sich also in diesem Diagramm. Sie sind also entweder Sauerstoff gesättigt, dann wären sie also ziemlich weit oben, oder sie sind anaerob und dann wären sie also ziemlich weit unten in dem Bereich, wenn sie sauer sind, links, wenn sie basisch sind, rechts. Es gibt klarerweise noch viel extremere Wässer. Es gibt Wässer, die aus Minen stammen, die haben dann pH 2, und es gibt auch Wässer, die sehr, sehr alkalisch sind, also mit pH-Werten über 10. Aber die allermeisten Wässer, vor allem die, mit denen wir es zu tun haben, würden sich also in diesem grauen Fleck hier bewegen. Sie sehen auch, dass dieses Potenzial, das Nullpotenzial ist dort per Definition, wo wir also ein Mol H+ hätten und ein Mol Wasserstoff. Also Elektronen und Protonen. Und deshalb gibt es also diese schräge Linie, sodass also mit jedem Schritt zu höheren pH sinkt also ja die Konzentration von H+ mit jedem pH um eine Einheit. Das heißt, es gibt keine gerade Linie, sondern diese schräge hier. Gut,
Das ist alles sehr theoretisch. Das Gute daran ist eben, wie gesagt, Wasser ist stabil. Wir können uns also schon darauf verlassen, dass es also nicht spontan in riesigen Mengen zu H+ und OH- zerfällt oder zu Sauerstoff und Wasserstoff. Nun, die Geschichte wird dann, wenn wir vom reinen Wasser jetzt weggehen, eine Spur komplexer, wenn wir uns anschauen, was im Wasser jetzt gelöst ist. Da sind es natürlich mal die Gase. Ich habe hier nur drei aufgezählt, das ist der Sauerstoff, der Stickstoff. Da ist die Situation relativ einfach, weil die eben mit Wasser nicht weiter reagieren. Und dann hätten wir das CO2, das in der Luft in sehr kleinen Konzentrationen vorhanden ist, sich aber im Wasser sehr gut löst. Und was dazu kommt, es reagiert mit einem Wassermolekül zur Kohlensäure und die zerfällt dann weiter zu Hydrogencarbonat und H+. Und das Hydrogencarbonat kann dann auch noch weiter zerfallen zu CO3, 2- und H+. Deshalb stelle ich Ihnen jetzt gleich eine Frage. Da können Sie sich überlegen, was da rauskommt. Was ist der pH von reinem Wasser, also sagen wir destilliertes Wasser, Regenwasser, das im Gleichgewicht mit der Atmosphäre steht, wo die CO2-Konzentration, wie wir wissen, ja schon relativ hoch ist, nämlich bei 400 ppm. Wir versuchen dann, das gemeinsam zu klären. Sie werden sehen, es ist nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick klingt. Ja, noch was zum Sauerstoff. Sie sehen hier an diesen Kurven, dass die Löslichkeit von Sauerstoff sehr stark von der Temperatur abhängt. Wenn wir also von 0 auf 30 Grad gehen, dann sehen Sie, ist nur mehr die Hälfte des Sauerstoffs in Lösung. Und das kann natürlich große Probleme für Organismen bereiten, Fische, die also auf hohe Sauerstoffkonzentrationen angewiesen sind. Sauerstoffkonzentration ist, wenn Sie auf die rechte Grafik schauen, natürlich auch vom Druck abhängig. Das heißt, je höher wir steigen, desto geringer der Druck, desto geringer die Löslichkeit von Sauerstoff. Wenn wir uns jetzt im Bereich der Hochgebirgsseen bewegen, auf 2000, 3000 Meter, dann haben wir meistens kühle Temperaturen, also gute Löslichkeit für Sauerstoff, aber geringen Partialdruck. Dankeschön.